Auf unsere Nerdies. Auf unsere Nerds und ein wunderschönes Umstyling. Richtig. Ich bin jetzt nicht sehr happy über meine Statur, weil ich einfach sehr schlank bin. Ich bin manchmal etwas zurückhaltender, habe irgendwie das Gefühl, wenn ich was rede, interessiert die Leute vielleicht nicht oder so, keine Ahnung. Ich sehe nicht, was steht mir, was kann ich tragen, was schaut bei mir gut aus. Florian ist ein Mensch, der von innen heraus strahlt. Und das ist fantastisch. Aber ich glaube, er ist auch ein Stück weit ein Träumer. Chin, chin. Auf dich und Beverly, würde ich ja mal sagen. Du hast ja deine Haare jetzt sehr lang gezüchtet, richtig? Ja. Tada! Und hängst du da dran? Schon. Wer weiß. Ja. Schnipp, 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 ja, geht schnell. Ja. Er braucht jemanden, der ihn so ein bisschen nach vorne schubst. Ja, weil er ist ein Mann für die erste Reihe. Ach, weißt du was? Soll man dich nicht hier zum Prinzen verwandeln? So ganz elegant? Ja. Auf was würdest du zuerst zugehen? Wahrscheinlich würde ich erstmal hier nach einer Hose gucken. Okay. Vielleicht eher in Richtung dunklere Jeans. Also eher sowas die Richtung. Schon wieder schwarz? Ja. Oh Mensch. Du hast gesagt, du bist zu dünn. Das ist ja gerade das Tolle, weil mit dir kann man alles machen. Guck mal, das finde ich auch richtig lässig. Weißt du, so ein Baggy-Style. Florian ist ja innerlich ein wahnsinnig spannender Mensch. Ja. Also wenn es mir jetzt noch gelingt, ihn äußerlich spannend aussehen zu lassen, dass er es auch selber gut findet. Hör mal. Das ist aber ein Match. Dann mach's gut. Wir sehen uns später, aber besser. Ich will dich sehen, meine Beauty! Scheiße, warum bin ich kein Nerd, ne? Alle kriegen neue Klamotten und du stehst da und denkst dir so, oh. Die haben schon gesagt, es ist kein Pink dabei. Dachte ich mir, geil. Echt? Wenigstens irgendwas, ja, gut, aber du dann so? Nehmen wir einfach noch mehr Accessoires von dir. Da wünschte ich mir, weil ich es gut finde, dass Alex da offener für ist. Leider ist es immer noch Alex und ich möchte die Menschen auch nicht verändern. Bekleidung ist immer noch ein bisschen nicht so meins. Es ist halt einfach ziemlich viel Schwarz dabei, was ich nicht so mag. Gefällt dir das nicht? Ich finde den hier cool. Mit dem das ist halt einfach irgendein Pulli. Kann ich diesen einen Pullover bitte haben von Alex? Oh, und diese Hose. Ich melde mich nächstes Jahr nochmal als Nerd an. Ja. Ja. Ich habe einen Attentat vor. Was denn? Wollen wir uns noch mal deine Kleider angucken und gucken, was du davon wirklich anziehst und was nicht? Wieso? Ich habe da nämlich auf das eine Teil oder das andere Teil ein Auge geworfen. Da kommen schon die ersten Geier. Ja, also alles schwarz, so kannst du eigentlich haben. Wollen wir es noch mal anprobieren? Und ich gucke, ob es dir wirklich gar nicht steht oder du guckst noch mal, ob es dir gar nicht steht? Schwarz ist mir zu farblos, das mag ich nicht. Wahnsinn. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie viele Sachen wert sind, weil dann kann ich die halt auch später noch verkaufen. Ich brauche meinen Kaffee. Kaffee? Die macht mich fertig, ne? Also meine Angst, heute gehen zu müssen, ist sehr groß. Exit ist einfach eine sehr unschöne Erfahrung und einfach sehr, sehr kräfteraubend. Beverly kommt nicht zum Essen runter. Ja. Ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt, da würde ich ein bisschen, ja, Zuspruch von zu Hause gut brauchen können. Du musst ja wirklich denken, es geht um Leben und Tod. Du weißt, ich will dir keinen Druck machen, aber der Druck ist da. Auch bei mir.